Willkommen, liebe Freunde des Kanals, zu einem neuen Video. Ja, heute soll es mal, weil das Wetter ziemlich ätzend ist, um ein Video hier drinnen gehen. Es ist draußen kalt, windig und immer wieder Schauer. Das macht keinen wirklichen Spaß. Wer den letzten Video gesehen hat, den letzten Videofilm besser gesagt, der, jetzt ist mal wieder das Licht ausgegangen. So, wer den letzten Film gesehen hat, weiß ja, dass der ein Akku vom KF9 kaputt ist. Da bekomme ich übrigens Ersatz. Habe ich glaube ich schon gesagt, aber der ist sogar vorrätig im polnischen Lager. Das heißt, den bekomme ich jetzt kurzfristig zugeschickt. Gut, worum es denn jetzt gleich gehen soll, seht ihr dann nach dem Intro. Bleibt dabei. Bevor wir uns jetzt den beiden Akkus zuwenden, das hier ist der kaputte. Da sieht man übrigens auch, dass da noch Samsung drauf steht und bei dem steht es nicht mehr drauf. Den kaputten werden wir jetzt gleich mal auseinandernehmen und gucken, ob da etwas zu sehen ist. Vielleicht kann man den ja auch noch reparieren lassen oder so, muss ich mal schauen. Also Zellen austauschen kann ich so erstmal nicht, da braucht man nämlich so ein Punktschweißgerät für. Und die sind nicht ganz billig. Um das aufzuschrauben, muss man hier, sind oben und unten hier jeweils 4 Schrauben. Und unten ist dasselbe und da kann man dann das auseinandernehmen. Beim neuen Akku werden wir nur das Oberteil abnehmen und mal schauen, warum die, so oder die Zündung nenne ich das immer, also wenn man den Schlüssel auf ausstellt, ist das System immer noch an. Ich vermute, dass die Kabel sich irgendwie gelöst haben beim Transport oder wie auch immer. Bevor wir das machen, zeige ich euch und jetzt zwar, mal was an. Mein Freund Manni war ja in Vietnam, ist gerade wiedergekommen über den ganzen Winter und der hat mir so ein geiles Teil hier mitgebracht. Ich spanne das jetzt mal auf. Moment. Ein Minischirm und der wird in Vietnam ganz viel zum Sonnenschutz und Regenschutz fürs Display oder Handy verwendet. Die Leute da machen das dann immer irgendwie mit Klebeband fest. Ich habe mir dafür etwas anderes überlegt. Und zwar gibt es eine Motorradspiegelhalterung und das passt da ziemlich gut rein. Und das heißt, ich werde jetzt diese Biegung hier abschneiden und dann kann man das da reindrehen. Wenn das so dann nicht richtig festhält, werde ich dann einfach da eventuell mit heißes, also das Gewinde vorher mit Fett einschmieren und den Heißkleber dann das Gewinde ausschmieren und dann das da reinstopfen und dann habe ich ein Gewinde dran. Das muss ich noch mal ausprobieren. Und das zweite kommt jetzt. Das ist noch viel besser. Ist das nicht ein geiles Teil? Das wird in Vietnam ganz oft getragen, um sich vor Regen und Sonne zu schützen. Hier oben ist noch, und das ist also ein aufklappbarer Regenschirm oder Schirm. Der wird hier oben da an dem Band gezogen und dann kann man das aufziehen. Da dieser zweite Schirmteil ist noch zur Entlüftung. Und hier ist ein Sturmriemen noch dabei. Also man kann das im Prinzip sogar auf dem Fahrrad beim Fahren aufsetzen. Das ist zwar eigentlich nicht geplant, aber so kann man, wenn es regnet und man zum Beispiel eine Panne hat, wunderbar am Fahrrad schrauben und wird trotzdem nicht nass. Ich finde das nur geil, das Teil. Tja, hat Manni mir alles aus Vietnam mitgebracht. Ob es da sowas bei Amazon auch gibt, weiß ich gar nicht, habe ich noch geguckt. Aber wer jemanden hat, der in Vietnam ist oder da ab und zu mal hinfährt, der kann sich sowas ja auch besorgen. Also ich finde das Ding genial.
Oder auch wenn man eine Fahrradtour macht und eine Bank findet, die nur in der Sonne ist, kann man sich einfach eben das Ding aufsetzen und hat Schatten. Bevor wir uns jetzt, wie gesagt, ich bin mit den Akkus beschäftigen, möchte ich noch kurz zwei Sachen loswerden. Erstmal vielen Dank für die vielen Abonnente und die treuen Kommentare von euch, lieben Zuschauern. Es macht Spaß, die dann auch zu beantworten und auch bei eventuellen Problemen da behilflich zu sein. Und zwar, jetzt kommt nämlich das Zweite, die Frau Zu, die Chefin von ZXW bzw. Ying Mao, wie der zweite Kanal oder Shop auf Amazon heißt, hat mich gebeten oder mich gefragt, ob ich meine Räder, und ich habe ja jetzt KF9, KF6 und KS9 zur Verfügung stellen würde, wenn jemand hier hinkommt und die gerne Probe fahren möchte. Was ich hiermit ausdrücklich jederzeit anbiete. Man muss halt über meinen YouTube-Kanal oder eventuell auch sogar bei Frau Zu, die hat auch meine E-Mail-Adresse, über meinen YouTube-Kanal kann man unter Kanalinfo die E-Mail-Adresse rauskopieren und mich einfach anschreiben. Also man muss halt hier hinkommen und es ist halt am Bodensee. Aber wer das gerne möchte, kann gerne einen Termin ausmachen, dann können wir eine ausgiebige Probefahrt machen. Und zwar eine richtige, auch da, wo Steigungen sind und alles Mögliche. Da kann er dann das auf Herz und Nieren ausprobieren. Gut, das soll es dazu gewesen sein. Ich werde jetzt mal mit dem kaputten Akku anfangen. Hier sieht man Plus- und Minuskabel, was in der Aufnahme dann nochmal verschraubt ist. Das mache ich jetzt gleich auch nochmal auf. Aber das kann eigentlich daran nicht liegen, weil dann wäre der Akku ja ganz aus gewesen und nicht mehr angegangen. Hier sieht man dann eine Polsterung und dann die Zellen, die da verpackt sind. Da sieht man jetzt so erstmal nichts groß. Jetzt werde ich nochmal oben aufschrauben. Da sieht man das, die ganze Mimik hier. Da links, wo der Kreuzschlitz ist, da sitzt die Sicherung drin. Die allerdings nicht angeschlossen ist. Muss ich mal nochmal gucken, woran das liegt. Dann ist hier die Ladebuchse und da ist das Schloss und da sind dann die beiden Kabel. Man sieht, ist der Akku da richtig reingeklebt, also ich sehe da so erstmal nichts. Jetzt machen wir mal das. Ach, das Zündschloss machen wir gleich bei dem anderen raus. Jetzt gucke ich nochmal mit der Sicherung hier. Und hier, diese beiden kleinen Kabel, da ist auf der Seite hier der Knopf, wo man den Ladestand angucken kann. Das BMS ist in dem Akku, also das Batteriemanagementsystem, das sogenannte, ist in dem Akkupack mit drin. Gut. Also so ist erstmal nichts zu sehen. Und das ist auch nicht so einfach, das mal rauszumachen. Das mache ich dann nochmal irgendwann, wenn ich den neuen Ersatzakku habe. Wobei mir das alles nicht viel helfen dürfte, weil ich, wie gesagt, so ein Punktschweißgerät nicht habe. Oh, riechen tut man so erstmal nichts. Ich dachte, vielleicht sieht man was. Ich also auch, dass da werden ein paar Zellen einfach kaputt sein. Hier sind diese beiden Schrauben, muss man noch lösen, wenn man das Schloss hier rausmachen will. Das gibt es auch einfach bei Amazon als Ersatzteil. Gut, eine Sicherung ist da gar nicht eingebaut, sehe ich gerade. Das, soweit ich weiß, ist aber unten noch eine drin im unter dem Fuß, wo auch der Controller sitzt. Und das ist jetzt der neue Akku, den habe ich auch von unten aufgeschraubt. Das ist dasselbe, dass das Polster da an der Halterung da verklebt ist. Und was überrascht, das zeige ich jetzt mal. Ich habe hier das Schloss mal ausgebaut, denn wie man sieht, sind hier überhaupt keine Kabel. Bei dem anderen Akku habe ich, war das ja eben gesehen, da sind Kabel. Da ist das Zündschloss und die sind einfach nicht angeschlossen. Das werde ich mal der Frau zuschreiben, da diese Akkus sind ja Zukaufteile, die bauen die ja nicht selber. Wobei das hier bei dem KF9 nicht
so schlimm ist. Beim KS9 wäre das schlimmer, aber da ist es nicht. Weil das KF9 und auch das KF6, die haben ja oben am Lenker noch das Zündschloss. Das heißt, wenn man da das System stromlos macht, dann ist da auch der Schaltkreis unterbrochen. Tja, dann werde ich das jetzt mal wieder zusammenbauen. Aber auf jeden Fall sollte manchmal, wenn das schon dran ist, sollte das auch, denke ich mal, funktionieren. Da wird Frau Zu ein Wörtchen reden müssen mit den Lieferern. Ja, das ist auf jeden Fall das Schloss hier. Das ist da sehr schön abgedichtet hier oben mit einer Gummilippe, die am Gehäuse dran ist. Und hier sind die beiden Befestigungsschrauben dann. Dann werde ich das Ganze jetzt mal wieder zusammenbauen. Alles wieder zusammengebaut. Ja, wie gesagt, ich werde Frau Zu mal fragen, woran das liegt, ob das Einsparungen sind, weil ich meine, das ist wirklich doppelt gemoppelter Schloss. Also die Funktionalität mit dem Bolzen ist ja nicht eingeschränkt. Also der Akku wird nach wie vor so verriegelt am Fahrrad. Das heißt, wenn man so den Schlüssel abzieht, ist der Fahrraddiebstahl gesichert. Und zum Rausnehmen drückt man halt rein. Jetzt muss ich mal meinen da eben. Ich habe jetzt hier, da muss man reindrücken und dann kommt der Bolzen halt raus. Tja, das ist jetzt dann nun mal so. Das ist halt auch der neueste Akku, den ich habe von dem KF9 mit den Hydraulischbremsen. Vielleicht sind da keine Akkus oder ist tatsächlich vergessen worden. Keine Kabel, aber unten sind ja auch nur zwei. Und bei dem Akku hier, bei dem kaputten, gehen auch die zwei Kabel ganz nach unten irgendwo rein. Das durch diese Verklebung sieht man das halt ja jetzt nicht so richtig. Aber es ist ja, funktioniert ja trotzdem. Tja, dann werde ich jetzt mal gleich das KF9 holen und dann werden wir mal den kleinen Sonnenschirm ausprobieren. So, das habe ich schon wieder so gesagt. Jetzt haben wir das hier mal, die Regenschirm, das Ding abgeschnitten. Und jetzt gucken wir mal, ob wir das da irgendwie reinkriegen. Fest ist es. Dann werde ich das tolle Teil jetzt mal montieren. Ist das nicht cool? Ich spann's mal auf. So, Handy bedeckt, Display regengeschützt. Zumindest wenn man steht. Beim Fahren ist das sowieso nicht so schlimm. Aber das ist doch geil. Das finde ich ja richtig cool. So, hier sieht man übrigens ja nochmal das Zündschloss mit den Lämpchen. Das heißt, das Akkuschloss ist eigentlich ziemlich sinnlos. Also das, nicht das Akkuschloss, sondern dass da auch nochmal Kabel angeschlossen sind. Doppelt gemoppelt. Gut. Soweit dazu. Jetzt machen wir das hier denn nochmal. So. Perfekt. Ich finde das ja nur geil. Endgeil, wie der Neudeutsche so schön sagt. Tja, hat keiner. Nur ich. Tja, liebe Leute. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Wie gesagt, bei dem Wetter macht keinen Spaß draußen irgendwie was zu fahren. Sonst hätte ich jetzt nochmal eine Schirmprobefahrt gemacht. Und also mit dem kleinen Displayschirm. Aber durch den Sturm ist jetzt auch der Kopfschirm da nicht so geeignet. Aber das ist einfach eine tolle Sache. Und wie gesagt, wenn ihr Probe fahren wollt oder eh hier in der Gegend seid, könnt ihr gerne mal vorbeikommen oder mich anschreiben. Dann können wir uns treffen oder eine Probefahrt machen. Ich mache ja auch bei One Night Tent mit. Am Washhaus kann man da für eine Nacht umsonst campen. Einen kleinen Obolus nehme ich dann, wenn es länger ist. Wobei das billig ist. Also wie gesagt, das sind irgendwie, was weiß ich, 5 Euro. Das habe ich so. Ich habe das ja nicht alleine gepachtet, das Gelände, sondern noch mit zwei Kollegen, mit Manni und mit dem Jonas. Und die haben natürlich auch ein Spracherecht. Insofern könnte ich das auch gar nicht alleine entscheiden. Aber ja, das ist da kein Strom, kein Wasser
Und keine Toilette. Das muss man also dann woanders erledigen. Also Wasser kann man sicher mitbringen. Aber wer da auf der Durchreise ist und einfach nur eine Übernachtungsmöglichkeit sucht, gerne. Es gibt auch übrigens dann in Ludwigshafen, wenn man da mit dem E-Bike kommt, da gibt es eine Ladestation, wo man kostenlos die Fahrradakkus aufladen kann. Gut, ich hoffe, es hat allen gefallen. Ich finde, wie gesagt, diese beiden neuen Sachen toll. Ich finde es auch toll von Frau Zu, dass ich einen neuen Akku kriege. Obwohl der die Garantie vorbei ist, zwar nur knapp, aber sie ist halt vorbei. Und ja, mit diesem Schloss, das sieht jetzt erstmal blöd aus, aber im Prinzip, es wird ja überall gespart. Und zwar an Pfennig oder an Centbeträgen. Und das wird in China auch nicht anders sein. Und wenn das nicht benötigt wird, weil hier ein Schloss dran ist, dann, also oben, dann wird das halt nicht angeschlossen. Und wenn man das jetzt mal auf Mengen hochrechnet, das sind hier dann fast ein Meter Kabel. Und das Kupfer dafür und so, das ist ja auch alles teurer geworden. Wenn man da jetzt pro Fahrrad einen Meter, wenn die 1000 Stück verkauft, dann sind das 1000 Meter Kabel, die man dann natürlich spart. Und im Prinzip könnte man das eventuell irgendwie noch anschließen, aber dann müsste man den Akku da komplett mit die Verklebung lösen und das wäre mir alles viel zu viel Kram. Zumal ja oben hier, das sieht man jetzt natürlich nicht, da das Schloss ja auch dran ist. Gut. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne ein Abo, gebt mir ein Like, gebt mir Kommentare. Ich freue mich richtig darüber. Also, das Washhaus meldet sich ab. Adios.